Ich erwarte, das kann ich Ihnen schon klar und deutlich sagen, dass ich erwarte, dass trotz sehr unterschiedlicher Meinung, die heute Abend sicherlich kundgegeben werden, dass die Menschen, die von ihrem Recht auf Demonstrations- und Meinungsfreiheit Gebrauch machen, dass diese Menschen alle friedlich auf der Straße unterwegs sind und die Position vortragen, das aber im Rahmen des geltenden Rechts tun. Und das sage ich ganz besonders auch vor dem Hintergrund, dass wir uns in dieser Woche am Beginn der Weihnachtsfeiertage befinden und ich überhaupt keine Schwierigkeiten damit habe, wenn man politisch seine Meinung kundtut. Das gehört natürlich zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung, das gehört zur Demokratie dazu. Aber ich würde es nicht akzeptieren können, wenn gerade, überhaupt nicht akzeptieren können, aber gerade in dieser Woche Gewalt, wenn Straftaten auf unserer Straße, auf den Straßen Dresdens die Oberhand gewinnen würden.